Und das ist deine Karte. Okay. Weil vorhin wurde ich von einem Wolf wieder mal überholt. Das klassische Problem. So, also dann komme ich hier mal zu euch. Jetzt schaue ich mal gerade noch hier rüber. Genau, dann würde ich sagen, tun wir mal unsere Abschlussveranstaltung der CL2.0 Live Crafting offiziell eröffnen. Ich begrüße alle Leute, alle Zuschauer, die im Livestream dabei sind. Aktuell haben wir 12 nach meiner Anzeige. Ihr müsstet, wenn ihr das über YouTube jetzt schaut, auf der rechten Seite von dem YouTube-Fenster einen Chat sehen. Den könnt ihr verwenden, um mit uns zu kommunizieren. Ich habe den Chat hier vor mir offen. Das heißt, wenn ihr da was reinpostet, sehen wir das und können darauf reagieren. So könnt ihr auch Fragen stellen. Ich sehe, es wird hier gerade in Maintes dunkel. Ich mache uns mal den Tag wieder an. Der Alfred hat es schon gemacht. Ich würde ein paar von den anderen Zuschauern mal noch bitten, auch den Chat mal zu verwenden. Vielleicht einfach Hallo zu sagen, damit wir sehen, dass das funktioniert und ihr den Chat nutzen könnt. Ja, dann freut es mich, dass ihr euch zu so später Stunde hier noch eingefunden habt. Im Moment ist die Patricia da und die Karin und die Susanne und hoffentlich kommt auch noch der Magnus mit dazu. Wir haben ja heute sozusagen mal so ein Experiment gewagt und haben uns in das Spiel Mindtest hinein bewegt und haben dort versucht, mal so ein kleines Lernsetting zu machen, so Lernorte zu bauen. Und bevor wir uns die jetzt anschauen und ihr eure Lernorte dann auch vorstellen könnt, würde ich euch bitten, einfach kurz mal zu schildern, wie das heute so war. Also, wie habt ihr das wahrgenommen, mal nicht in einem Videokonferenz-Tool zu sein, nicht in einem Learning-Management-System zu sein, sondern in einem Spiel zu sein und dort zu agieren? Ich weiß nicht, wer mag. Karin, magst du anfangen oder Patricia oder Susanne? Oh, ich fand es so, also ich habe irgendwann habe ich schon mal Minecraft einmal angefangen, aber so insgesamt habe ich mich gespielt und es hat Spaß gemacht. Also das wäre so die erste Erkenntnis, die ich da rausnehme. Und was ich fand, wir haben jetzt hier wir haben dann zu zweit vorm Rechner gesessen, weil mein Partner viel besser bauen konnte als ich. Und wir hatten echt intensiven Austausch darüber, was wir machen und wie wir das machen und wie wir uns gegenseitig da drauf verständigen, wie es dann aussehen soll. Es war auf jeden Fall spannend. Und das, was wir dazwischen jetzt über Discord gesprochen haben, es hat sich nicht angefühlt, als wäre man im Zweiteam unterwegs, sondern als wäre es zusammengehörig. Ja, das ist so was ganz Typisches. Anders als eine Videokonferenz hat man im Chat oder in einem Spiel typischerweise eben kein Audio, sondern muss nebendran in einem parallelen Tool sprechen. Ich kriege gerade hier die Meldung, dass der Regen so laut ist. Ich mache hier gerade mal die Tonlautstärke ein bisschen leiser von dem Spiel. Dann müssten wir uns besser hören. Bianca hat es, glaube ich, im Chat geschrieben. Schreib mal, ob das jetzt so besser ist. Genau, und da haben wir Discord verwendet. Wie war das denn für euch, so dieses Zusammenspiel zwischen einem Spiel und einem Audio-Chat-System? Also für mich war es total verwirrend zuerst, weil mit der Maus war man im Spiel drin und dann wollte man da auf das Discord wechseln, das war ein bisschen, also ich habe das zuerst. Für mich ist das das erste Mal. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Ich wurde natürlich auch prompt mehrmals von Wölfen gefressen, bis dann die Marlene, deine Tochter, zur Hilfe rannte und sagte, ich habe dich gerettet. Sehr schön. Also für mich war das total entspannend. Ich den ganzen Tag Sitzungen und online, jetzt die Online-Konferenzen und dazwischen noch Sitzungen, geschäftsweise. Das war total entspannend, hier Schön. das Game und das Aufbauen. Also ich bin total begeistert. Sehr schön. Total Ja, man cool. sieht auch, ich schaue hier gerade nach links oben am Infohaus, da sieht man so ein Eichhörnchen. Ich laufe da mal hin. Also das ist vielleicht auch so eine Besonderheit von so einem Spiel. Da oben sitzt es im Baum, dass da auf einmal plötzlich Tiere auftauchen. Ne? Es können irgendwie freundliche Tiere sein, wie jetzt hier das Eichhörnchen. Man sieht da hinten im Wald, hier ist zum Beispiel ein Wolf. Wenn ich jetzt hier mal zu dem Wolf hingehe, dann wird er mich irgendwann angreifen. Oder er ist gezähmt. Ich weiß nicht, Karin, ihr habt heute Wölfe auch gezähmt, ne, bei euch am Lernort. Das geht auch. Aber da passieren halt einfach Sachen zufällig, die in so einer Videokonferenz nicht passieren.
Genau, Moment, Angela schreibt, im YouTube-Chat muss man einen Channel erstellen, um chatten zu können. Nee, jetzt für die Vorstellung verwenden wir den Chat jetzt von YouTube. Da gibt es nur einen Text-Chat, keinen Audio-Chat. Außer ihr kommt ins Spiel, könnt ihr natürlich auch machen. Da machen wir jetzt, können wir auch keine Anleitung mehr geben dafür. Wer noch nicht im Spiel drin ist, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also nutzt den Text-Chat. 21 Zuschauer haben wir jetzt aktuell. Willkommen alle, die dazugekommen sind. Ja, gibt es sonst noch Stimmen? Ansonsten würden wir uns dann mal auf den Weg machen. Noch Erfahrungen, die ihr teilen wollt? Ja, ich würde vielleicht noch kurz, ich war ja schon bei der Vorbereitung mit dabei, das heißt, für mich war es nicht ganz so richtig neu. Ich habe es allerdings schon in den letzten Wochen erlebt. Zusammenspiel, Discord, Minecraft oder mein Test funktioniert wirklich sehr angenehm und ich fand es heute auch dann nochmal richtig spannend, mit dem Magnus zusammen dann auch diesen Lernraum zu gestalten, der selber halt noch so keine Erfahrung hatte und in Austausch zu kommen. Also wäre zwar schön gewesen, vielleicht auch mit jemandem direkt im Raum zu sitzen und zu überlegen, aber ich fand es jetzt auch online über Discord zu sprechen wirklich sehr gut handelbar und man konnte sich auch gegenseitig dann noch helfen und unterstützen. Ja, ich vergleiche es gerne mit der echten Welt eigentlich, ne? Wo die Leute alle in der echten Welt rumlaufen und mit dem Telefon telefonieren. So ähnlich ist das im Spiel, ne? In Mindtest läuft man rum und über Discord telefoniert man. Also wenn man das mal so verinnerlicht hat, finde ich es eigentlich gar nicht mehr so unnatürlich. Richtig und auch viel entspannter irgendwie als die ganze Zeit immer in so einen Bildschirm zu gucken und in eine Kamera und man ist irgendwie hat man das Gefühl, dadurch, dass es auch so viele Sachen zu sehen und zu entdecken und sich auszutauschen gibt, ist irgendwie viel lebendiger Ja. als einfach nur im Videomeeting zu sitzen. Und was ich bei dir ganz spannend fand, du hattest professionellen Support bei dir zu Hause. Genau, Also. also nicht heute, weil da habe ich ihn tatsächlich nicht mehr gebraucht, den Support. Aber in den letzten Tagen in der Vorbereitung haben mir meine Söhne dabei geholfen. Ja, genau. Das ist auch so eine Art Reverse Mentoring. Ich kriege gerade im Chat, da schreibt einer, die Teilnehmer hören sich etwas leise an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ein bisschen näher ans Mikrofon oder Mikrofon hoch, dann könntet ihr das tun. Ansonsten, Moment, sag mal gerade nochmal was, Susan. Ich drehe dein Audio mal, also generell das Spielaudio ein Ja. bisschen hoch. Also es könnte vielleicht sein, dass es im Discord zu weit runtergedreht ist, oder? Ja, da habe ich es jetzt schon hoch. Moment, ich gucke mal da gerade, Susan. Ja. So, jetzt habe ich euch alle ein bisschen hochgedreht. So, der Niklas hatte das geschrieben. Vielleicht sagt ihr noch mal gerade was alle. Ja, Jetzt müssen eben, Tick. das hat Spaß gemacht. Hört ihr mich? Jetzt müssen Tick Ja. lauter sein. Soll mal im Chat kurz Feedback Ist geben, das besser? ob es besser geworden ist. Oh, Entschuldigung, Susan, ich habe dich mit dem Schwert. Ah, besser. Hans-Georg schreibt besser. Sehr gut. Kein Problem, Alles passiert. klar. Ja, das ist immer so, wenn man so verschiedene Damit Tonspuren mischen. Ja. sowas passiert auch in Videokonferenzen, dass man sich gegenseitig mit dem Schwert aus Versehen Ja, schlagen das passiert würde. selten. Ja. Naja, der Karl-Heinz hat in der Vorbereitung schon mein. Konkurrenten. Genau. So setzt sich dann der Stärkste durch. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen der Reihenfolge nach die Orte. Wir gehen zuerst zur Gruppe 1. Ihr könntet vielleicht schon mal zu der Gruppe 1 hingehen. Und ich würde, beamt euch dahin. Ich würde jetzt den Teilnehmern noch mal ganz kurz erklären, wie man sich in so einem Videospiel bewegt. Na, damit das auch, wer das noch nie gemacht hat, vielleicht verstanden ist, beamt ihr euch schon mal in die Gruppe 1. Ich komme dann gleich nach. Wir bleiben aber im Sprachkanal hier im Infohaus, der Einfachheit halber. Alfred schreibt zum Ton auch super, jetzt besser. Genau, also ich erkläre euch mal ganz kurz, wieso die Bewegung funktioniert. Also was ich hier in der rechten Hand habe, ist die Maus. Mit der Maus steuere ich meinen Blickwinkel. Also die Maus kann ich drehen und fahren, damit steuere ich, wo ich hingehe. Und dann gibt es die vier wichtigsten Tasten in den Spielen. Das ist W, A, S und D. Also mit W laufe ich vorwärts. Ne? Ihr seht, jetzt laufe ich vorwärts. Mit A laufe ich seitwärts links, mit D seitwärts rechts und mit S rückwärts. So, das heißt, das muss ich schon mal koordinieren. Maus plus W, A, S, D. Mal in Chat schreiben, wer schon so ein bisschen Gaming-Erfahrung hat. Na, das sieht man hier hinter der Akademie. Hier läuft ein Fuchs rum. Der tut mir aber hoffentlich nichts. Ja, genau. Ja, der ist ein braver Fuchs. Den haben wir schon gezähmt. Mit der Space-Taste kann ich springen. Also wenn hier so Stufen sind, kann ich da quasi hochspringen. Ne, oder kann auch hier, gehe ich mal hier die Treppe hoch. Da geht es hier aufs Dach nach oben.
Ja, da haben wir hier so ein Meeting Space, wo man sich treffen und austauschen kann, wenn man so größere Veranstaltungen hat. Dann springe ich hier mal wieder runter. Ja, wir haben hier bei uns von euch, die Akademie kennen in Nürnberg, die haben wir nachgebaut. Das ist, wo ich gerade bin. Ne? Hier vorne die Küche. Da kann man auch so Schilder aufhängen, wo man irgendwas dokumentiert, wenn man möchte, die man aufmachen kann. Die Computer funktionieren, also die kann ich ein- und ausschalten. Kann hier innen drin Tetris spielen, kann mir gegenseitig E-Mails schicken, wenn ich im Spiel quasi kommunizieren will. Bei E-Mails haben wir ja eigentlich genug im echten Leben. Ja, und so laufe ich hier quasi rum, immer in der Ego-Perspektive. Es wird schon wieder dunkel, mach gleich wieder hell. In der Ego-Perspektive mit der Taste C kann ich quasi mich von hinten sehen. Ne? So sehe ich von hinten, nochmal C gedrückt, sehe ich mich von vorne. Das ist eigentlich schon der ganze Zauber. Damit kommt man eigentlich durch das Spiel gut durch und kann alles tun. Na, man sieht hier so am Rand, da fängt was zu leuchten an. Also wir haben so Elektronikmodule, wo man jetzt so Uhren in dem Fall programmieren kann. Also da machen wir gerade mit Kindern so ein Spiel. Kann da gerade mal nach hinten. Moment, ich schalte euch das Licht mal wieder an. Mal hier nach hinten gehen. Ne? Da sieht man hier hinten Platinen und Leiterbahnen. Ne? Und solche Platinen, die kann ich quasi programmieren. So kann man Kindern das Programmieren beibringen. Die müssen jetzt in dem Fall quasi aus einem Zeitgeber die Uhrzeit errechnen und dann dafür sorgen, dass hier irgendwann mal auf dieser Uhr die richtige Zeit angezeigt wird, beispielsweise. Na, es gibt Tiere und so weiter. Also da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Wer mag, kann mich gerne kontaktieren. Da können wir gerne auch nochmal eine Tour durchmachen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da im Nachgang auch sicher nochmal spielen und vielleicht euren Lernort bauen. Ja, dann würde ich sagen, Patricia, gehen wir mal zur Gruppe 1, oder? Die anderen beiden sind schon dort. Ja, machen wir. Weil heute haben nämlich drei Gruppen, also maximal sieben hätte man gekonnt, drei Gruppen haben heute ihren perfekten Lernort gebaut. Vielleicht kennt ihr aus der Corporate Learning Community unser Jahresmotto 2020, ist ja Lernräume gestalten, digital, physisch und virtuell und hybrid. Das haben wir so als Ausgangspunkt genommen und haben gesagt, Mensch, baut doch mal da, wo es nichts kostet, wo man es einfach der Fantasie freien Lauf lassen kann, euren Lernort nach. Und so sind wir hier bei der Gruppe 1 gelandet, wo die Karin und ihr Partner, glaube ich, gebaut haben. Ne? Genau. Genau, dann würde ich sagen, ich hänge mich mal an deine Fersen. Stell uns mal deinen Lernort vor. Alle Zuschauer, schaut gut zu, weil hinterher, wir wollen so eine kleine Prämierung machen. Ihr müsst euch überlegen, an welchem der drei Lernorte würdet ihr gern 2025 am liebsten lernen. Macht euch gern Notizen, Sterne, wie auch immer. Und dann gehen wir jetzt einfach mal die drei Lernorte durch. Also ich folge dir. Also wir hatten ja dieses Grundhaus schon stehen, was wir ein bisschen erweitert haben. Erstmal hier hinten gibt es jetzt so einen kleinen Gartenbereich, um den Strand nochmal mit ein bisschen Grün aufzufüllen. Ich habe keine Bildschirme gefunden, deshalb hängen hier jetzt Bilder analog zu einem Outdoor-Bildschirm an der Wand und diese Plasmalampe für die Gemütlichkeit. Cool. Schild. Ja. Steht da, denkt ihr eine Leinwand oder für eine Leinwand? Genau, da Sehr steht gut. quasi Ja, sehr als kreativ. Ersatz. Okay. Genau, ich komme hier nicht wieder Oh, dahin. ja, genau. Und dann haben wir hier quasi dieses Haus erweitert und schon mal um einen Unterrichtsraum angebaut. Ganz klassisch hier vorne mit Lehrerbereich, Computer. Wir haben hier noch so eine ganz klassische Kreidetafel angebaut, eher aus Ermangelung anderer Möglichkeiten. Und bedingt oder angelehnt an meine Selbstständigkeit. Ich habe ein Unternehmen, was deutschlandweit im Blended Learning Format Hundetrainerinnen und Hundetrainer ausbildet. Haben wir hier überall Platzdeckchen und Hunde platziert. Und irgendwo haben wir auch einen Wolf gezähmt. Ah, da hinten ist er. Ein Wolf gezähmt, da fühlen wir uns gleich ganz unsicher. Ja, das war auch, der erste hat uns gleich angegriffen. Wir wollten ihn bekämpfen. Ich hatte so total Angst. Ich schau mal dahinter, ja, aber der sieht ganz lieb aus eigentlich. Die Erala, habt ihr einen Hund, der Erala Ja, und einen, der niemand heißt, deshalb heißt einer der anderen Hunde auch so. Ja, sehr schön. Ein Genau, ich weiß nicht, ob man das Schwarzer Terrier. im Livestream sieht.
Wir spielen jetzt hier dieses Spiel, ah, da bellt gleich einer. Wir spielen das Spiel im sogenannten Kreativmodus, das heißt, da hat man keinen Hunger, kommt nicht zu Schaden und hat das gesamte Material, mit dem man bauen muss, zur Verfügung. Aber neben diesem Niemann sieht man 8 von 8. Das bedeutet, er ist sozusagen komplett gesund und gesättigt. Wenn wir im Überlebensmodus spielen würden, dann würde der irgendwann auch Hunger kriegen und man muss ihn füttern, sonst stirbt einem der Hund irgendwann. Also das sind auch so richtig Elemente wie im echten Leben. Sehr schön. Genau. Sonst haben wir draußen noch eine kleine Feuerstelle eingebaut für abends oder Ja. für zwischendurch mal. Und das ist so das, was wir heute Nachmittag geschafft haben. Sehr gut. Okay. Also dann im Chat gibt es Fragen zu dem Lernraum? Wenn ja, postet die jetzt. Wir haben einen gewissen Zeitversatz mit YouTube-Livestream. Also das, was ich jetzt erzähle, kommt in 10, 15 Sekunden erst bei den Leuten an. Deswegen würde ich hier nochmal anbieten, nachdem das Feuer wieder ausgegangen ist, das Feuer wieder anzumachen. Das ist immer etwas, ich weiß gar nicht, ob es geregnet hat. Normalerweise geht das Feuer nur aus, wenn es regnet. Die Patrizia hat ein iPad dabei, kann das sein? Ja. Wo hast du das denn her? Sehr ja cool. Kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Man sieht oben an den Bergen, weiß nicht, ob man das erkennen kann, da sind in den Steinen tatsächlich so schwarze Punkte drin, das ist Kohle. Also das heißt, wenn man Mindtest im Überlebensmodus spielt, muss man sich tatsächlich irgendwie erstmal einen Baum fällen, Werkzeug machen. Mit der Kohle kann man Feuer machen, um sich Fleisch zu braten. Man kann mit dem Stein dann bessere Steinhacken bauen, um da auch besser und schneller arbeiten zu können. Wie gesagt, wegen der Kürze der Zeit haben wir uns das alles gespart. Ich sehe zu vollem Schrecken, dass da oben jemand eine McDonald's-Werbung eingebaut hat. Wie gibt es denn sowas? Wart ihr das für euren Lernort? Ich hoffe, dass das nicht die gesunde Ernährung für den Lernraum 2025 ist. Sehr schön. Hinten am Horizont sieht man übrigens gerade eine Delfin. Wie sagt man da? Eine Delfinschule vorbeiziehen. Eine Herde ist es nicht, ne? Da schwimmen Delfine im Wasser. Also auch das ist in dem Mindtest so ähnlich wie in Minecraft, dass so Tiere zufällig spawnen und dann sozusagen an den Orten rumschwimmen, so wie Wölfe irgendwo auftauchen. Ne? Auch das wieder Zufallseffekt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Karin. Und dann gehen wir mal weiter zu der Gruppe 3. Das vielleicht für die im Livestream, die zuschauen. Also wir haben die Möglichkeit, uns hier innen drin zu beamen. Theoretisch müssten wir jetzt zu der anderen Gruppe laufen, aber wir können uns hier beamen und sind sozusagen einfach schneller hier vor Ort. Da ist auch schon Hund. Ah, ich sehe schon, Hunde ist ein Muster für die Lernräume 2025. Und da hat der Genau. Magnus und die, Moment, wo ist sie? Susanne? Susanne? Ah, hinter mir, da bist du. Genau. Genau. Also, gib uns mal eine Genau, ich Einführung. bin noch, genau, ich bin noch einen Schritt zurückgegangen, weil es ja hier unten im Prinzip losgeht. Man kann hier jederzeit eine Runde mit dem Boot fahren. Also hier hinter dir ist so ein kleines Boot zu sehen, wenn man mal schnell irgendwo anders hin möchte oder einfach mal vielleicht ein bisschen Abstand von den anderen braucht. Ja, das mache ich mal gleich. Genau. Sehr Ja. schön. Ja, da kann man hier die Delfine angucken. Ne? Ja, genau, ein bisschen so mit den Tieren spielen und so. Ich hoffe, ihr habt Genau. keine Piranhas ausgesetzt. Nein, haben wir nicht. Keine Sorge. Genau. Dann, ja, der Magnus, der ist jetzt leider gerade nicht da, auch wenn man ihn gerade eben dort oben noch gesehen hat. Genau, also wir haben auch einen Hund und eine Hundehütte, weil wir dachten, so ein Tier in so einem Lernraum ist schon so ein schöner Ort eigentlich. Hier unten nochmal so ein Feuer, dass man auch mal so gemütlich sitzen kann. Dann muss ich dazu sagen, unser Raum ist nicht ganz so groß geraten, weil die Insel ja relativ klein ist, die uns hier zur Verfügung stand. Hier vorne ist nochmal, ja, Tafel, Whiteboard, wie auch immer, wo man so ein bisschen brainstormen kann, wenn man möchte. Und hier, ich zeige mal zuerst das untere Stockwerk, haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir einen Warte, ich guten muss dir Reis. folgen noch. Ja, Moment. So, ja, genau. jetzt bin ich da. Jetzt sehen wir was. Genau. Wir haben einen Kühlschrank, weil wir uns gedacht haben, so dass man so Essen und Getränke hat, ist wirklich sehr wichtig. Hier auf dem Würfel neben dem Kühlschrank haben wir ein Schild angebracht. Wir haben nichts gefunden, was wie eine Kaffeemaschine aussieht, aber wir hätten da gerne eine hingestellt. Ja, auf dem Schild steht, hier steht eine Kaffeemaschine. Ja, sehr kreativ. Genau. Riesenkühlschrank. Genau. Kann man den aufmachen? Ah, da ist sogar was drin. Blaubeerkuchen, Richtig. Äpfel, Milch. Nicht schlecht. Okay. Genau, dann haben wir hier neben dem Wiki-Würfel zur Dokumentation, da kann man auch nochmal alles nachlesen, was wir uns dabei gedacht haben, wenn man Ja. darauf klickt, aufs Wiki. Zeige ich auch gleich nochmal. Ja.
Mach es mal Sehr fertig. gerne. Und in Textform kann man es auch im Bücherregal nachlesen. Da ist ein Bücherregal mit einem Buch, das ich geschrieben habe. Moment, wo ist Also in dem das? Spiel. Bücherregal, das in der Mitte? Direkt daneben, genau. Ah, ja. Cool. Der perfekte Lernraum von Susan. Wie kann ich das öffnen? Moment, da muss ich, glaube ich, Ja, das Buch erst. muss man sich ins Inventar nehmen und im Inventar kann man es dann auch nochmal lesen. Ah, hier. Es muss draußen sein an der frischen Luft. Man braucht Platz, um sich zu treffen zu können. Was zum Essen ist auch gut. Daher der Kühlschrank und die Grills auf der Dachterrasse. Dachterrasse habt ihr auch. Ja, die Breakout-Räume, zeige ich euch gleich Liegestühle. als nächstes. Sehr schön. Ich würde kurz noch erklären mit dem Wiki. Also es gibt Ja. hier, das ist der hintere Stein hier, einen sogenannten Wiki-Stein in Mindtest. Das ist so eine Art spielinternes Wiki. Das heißt, hier kann ich jetzt draufklicken, lande in dem Wiki, wo wir dann einzelne Seiten haben, wo wir es dokumentieren können. Also zum Beispiel hier sieht man oft gestellte Fragen, die heute aufgetaucht sind, habe ich hier beantwortet. Die einzelnen Gruppen haben hier quasi dokumentiert oder konnten hier drüber sprechen, wie sie ihren Lernraum gestalten. Das hat man so ein bisschen wie die Etherpads bei einem Barcamp eine Möglichkeit, ganz leichtgewichtig was zu dokumentieren. Und neben dem Bücherregal sehe ich, steht da auch noch einiges an Technik rum. Genau, ja, wir haben ein bisschen Technik hingestellt, weil wir sind ja doch tatsächlich schon in der Digitalisierung angefangen. Also das heißt, wir haben hier einen WLAN-Router stehen, Computer und ja, ich weiß nicht, ob Magnus den mit Absicht hingestellt hatte, den Videorekorder, oder ob es einfach bloß so nett war, dass wir noch mehr Technik haben. Wir brauchen noch ein bisschen alte Technik, das Ja, der wollen Magnus ist da. Grüß dich. wir Ja, der hat schon. gerade im YouTube-Chat Ja, geschrieben. Der wusste nicht, dass wir hier in Discord sind. Moment, ich mache die auch noch ein bisschen lauter. So, jetzt. Ja. fantastisch, genau. Was Dann, hat's? wir haben noch eine zweite Tür. Man hat zwei Wege, um nach oben zu gehen. Also hier hinten ist erstmal das zweite Boot. Moment, zweites Boot, ist ja dekadent. Ah, hier, Genau. ja. Sehr schön. Gibt's keinen Streit. Gut. Richtig. Hier kann man sich noch ein paar Blumen und so angucken und hätte noch mal ein bisschen Platz, Sachen zu erweitern oder sich mal zurückzuziehen. Und dann kann man entweder über die Leiter auf die Dachterrasse gehen Und man hat vor allen Dingen den oder. Blick aufs weite Meer, den muss man im Moment mal genießen. Ja. Moment, ich folge dir auf die Dachterrasse. Genau, also ich nehme jetzt nicht die Leiter, sondern ich nehme den etwas einfacheren Weg über die Treppe. Wow, okay, Magnus ist schon oben. Ah, Magnus Ja, steht am ich grille schon mal Barbecue. hier, ne? Also Genau. Also, deshalb konnte ich jetzt genau. nicht runterkommen, sonst wird Richtig. das hier nachher angebrannt. Das können wir ja auch nicht machen. Und das Genau. heißt, du Ich habe bereitest hier uns hier unten ein Burger Teil. zu? Ja, Genau, ich das wollte noch kurz. vegetarisch und Fleisch, ja, beides. Moment, Susan ist Genau. da unten. Ich bin noch kurz unten, genau. Also hier unter dem einen Teil von der Dachterrasse sieht man auch noch mal eine kleine Sitzecke, also dass man wirklich mehrere Möglichkeiten hat, wo man sich hinsetzen kann. Und der Super. Magnus kann ja dann gerne mal hier oben erklären. Vor allen Dingen, wenn es da mal regnet oder so, kann man da sitzen, aufs Meer schauen und ist trotzdem geschützt. Das gefällt mir sehr gut. Ich stimme schon fast für drei. So, Moment, ich muss hier außen rum, die Treppe hoch, zack, zack, zack. Hier nach oben, da bin ich. Genau. Oh. Genau, und jetzt kann der Magnus ja gerne mal hier oben den Rest erklären, der hier noch so steht. Ja. Oh, da seid ihr ja schon. Ich Genau, komme wir noch ein sind bisschen alle da. zwischen YouTube und dem Offiziellen ein bisschen durcheinander. Sorry, dass ich ein bisschen zu spät dazugekommen bin. Das macht gar Genau, ich habe nichts. ja vorhin unter Twitter mal sozusagen das Dachgeschoss mal kurz dargestellt, was so die Ideen sozusagen ist unter unserem Motto Freiräume, Lernraum, Dachterrasse. Genau, haben wir natürlich hinten die beiden Stehtische, das sind unsere Breakout-Räume, wo wir sozusagen nochmal individuelle kleine Gespräche führen können. Wir haben natürlich halt das Brainfood, deshalb stehe ich hier schon mal da, dass ich euch so ein paar Buletten sozusagen erstellen kann. Das, was man im Twitter auch gesehen hat, unten unserem Bürohund. Ich hatte damals noch vorher noch keinen Hund gefunden, deshalb war der Hund da noch ein Pferd. Aber dankenswerterweise haben wir jetzt ja auch echte Hunde. Und ihr habt schwebende Kerzen. Wir haben schwebende Kerzen, das ist ja auch magisch, ne? Ja, ist ja die Zukunft Damit die keinen Platz auf dem Tisch wegnehmen, ne? Das ist 20. schon Ja, auch wichtig. 2025. Und Piano finde ich sehr schön, dass auch das Thema Musik Genau, und Kunst seine Rolle spielt. Hintergrundmusik, das habe ich ja tatsächlich bei dir gelernt, bei unserem Teams Barcamp, dass so eine Hintergrundmusik tatsächlich immer schon ganz toll ist. Ja, und natürlich sowas wie den 3D-Drucker hier im Technikbereich, Wow. Neues ausprobieren. Ja. Sehr cool. Auch hier der Computer. Moment, halt. Nee, ich habe das Buch in der Hand. Das muss ich, glaube ich, erstmal weglegen, sonst geht es nicht.
Ich schmeiße mal mein Schwert gerade weg. So, und jetzt müsste ich den einschalten können. Genau, also so ähnlich wie ich gezeigt habe in der Akademie. Nur den Computer kann man hier auch anschalten und man könnte jetzt jemand an einen anderen Lernort hier auch im Spiel E-Mails schicken. Oder auch, wenn das Wetter schön ist, einfach mal eine Runde spielen. Okay. 3D-Drucker kannte ich auch noch nicht. Abgefahren. Ja, es fand sehr echt gut. Tolle Möglichkeiten, die man ja hat hier. Also schon sehr eindrucksvoll. Es folgt zwar noch eine Gruppe, aber ich glaube, ich habe schon meinen Favoriten. Ich weiß auch schon, für wen ich Marlenes Stimme dann abgeben soll. ich zeige vielleicht auch noch mal kurz, ihr seht jetzt diese ganzen Elemente, die hier stehen. Also mein Test ist eine sogenannte Voxel World, für die, die im Stream zuschauen. Das heißt, es besteht im Kern aus solchen Blöcken und auf diese Blöcke, ne, man sieht hier so das rechteckige Quadrat, also alles ist so ein Voxel, so ein Block und auf die werden einfach Muster drauf gemappt, damit es sozusagen nach irgendwas aussieht. Und das kann man über Module sich erweitern und bekommt dann quasi ein Inventar, aus dem man auswählen kann. Also wenn ich hier im Spiel die I-Taste drücke, lande ich hier im Inventar, habe hier 13 Seiten an Inventar und kann das durchschalten. Na, man sieht, da gibt es Werkzeug, da gibt es Lava, da gibt es Hacken. Lava hat man schon ein Problem heute. Ich glaube bei euch, wo war das? Bei Karin, glaube ich, oder? Hat irgendjemand einen riesengroßen Lava-Strom hingebaut? Na, und alles, was man hier hat, kann man sich auswählen und kann das in die Welt setzen, inklusive auch der Tiere. Also ich könnte jetzt hier mal uns einen Fuchs aussuchen oder eine Ziege oder ein Papagei passt vielleicht noch schön hier auf die Dachterrasse. Und könnt ihr den hier hinsetzen, dann habt ihr quasi ab jetzt, halt Moment, wo ist der Papagei? So, ah, da oben fliegt er. Ah, der fliegt weg, Mist. Wir hätten einen Vogel, einen Käfig gebraucht. Naja, gut, vielleicht fliegt er zu jemand anderem. Oder am Haus unten. Was, ein Fuchs? Wenn man die Tür immer schließt. Ja, genau. Fuchs und Wolf hat man heute ein Problem. Super, alles klar. Dann danke ich euch für die Vorstellung dieses Lernorts. Alle, die im Stream zuschauen, macht euch Notizen, wie euch der gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr noch in den Chat. Die kann man sicher auch noch beantworten. Und dann würde ich euch bitten, dass wir zur Gruppe 4 gehen. Gruppe 4. Da stehen alle auf einem Haufen. Mal hier so ein bisschen an den Rand. So, da ist die Patricia. Hier an der Gruppe 4 hat Patricia und ich gebaut. Patricia, magst du mal anfangen zu erklären? Ja, das war total spannend. Wir haben beschlossen, also Lernen aus Erfahrungen von anderen, also sozusagen Lerngruppen zu bilden, Möglichkeiten, wo man sich austauschen kann und im Austausch auch lernen kann. Deshalb kannst du vielleicht erklären, das Lex Learning from Experiences, from Experts, von Experten. Und dann, wenn ihr hier zurückschaut, haben wir die Tische so in Würfel aufgestellt, wo man dann in Gruppen zusammen erarbeiten und lernen kann. Ja, ich bin mal gerade ein Stück hochgeflogen, ja, genau, damit man das von oben so ein bisschen sieht. Genau, also wir haben hier rechts an der Wand so ein Schild angebracht. Das haben wir haben den Ort ein Coder-Dojo genannt. Ich weiß nicht, ob ihr Coder-Dojos kennt im Livestream, die Leute, die zuhören. Dojo kommt aus dem Bereich des Kampfsports oder der Meditation. Das ist der Ort, wo man gemeinsam trainiert. Ne? Und das ist mal übertragen worden auf die Ausbildung von Programmierern. Das ist der Ort, wo man gemeinsam programmieren lernt. Im weitesten Sinne technische Fähigkeiten, digitale Fähigkeiten lernt. Ne? Unser Dojo hier umfasst 60 Plätze. Man kann das tageweise buchen. Man kann da irgendwas mit Rechnern machen. Deswegen stehen die schon mal da. Ne? Man kann da Cutters machen aus den Lernholz-Leitfäden zum Beispiel. Man kann aber auch die Rechner wegräumen. Dafür haben wir diesen Glas-Iglu gebaut. Oder falls es mal regnet, damit die nicht kaputt gehen. Und wer sich da mal so ein bisschen näher informieren will, da gibt es die Seite codadojo.com. Da kann man sich das quasi mal ein bisschen anlesen. Genau. Man hört auch schon, wir haben hier irgendwo Pinguine in der Nähe. Sag du. Es hat immer wieder Pinguine, meistens unter den Tischen. Ja, hier unter diesem Tisch. Vielleicht Moment, ich schau mal. Ah, nee, du bist jetzt hier. Ja, genau. In diese Blickrichtung sollte es. Da hinten ist er, ja. Den kann man auch zähmen mit Clownsfischen. Wo ist der? Da unten sitzt er, unter dem Tisch. Genau. Da stört er nicht. Genau. Hier. Wenn du nach hinten gehst, haben wir auch eine kleine Bibliothek. Ja, genau. Den Leitfäden natürlich auch.
Genau, die sind hier in der Kiste. Kann Ja. man öffnen. Da hat das ganz viele Bücher drin. Genau, Materialkisten haben wir uns gedacht, ne? Wenn man jetzt so, was weiß ich, mit Hardware was baut oder wo man so ein Podcast-Studio, wo man Equipment dafür braucht, das kann man quasi hier verwenden. Und wir haben dann hier so ein Schild hingemacht, Material bedient euch selbst, aber haltet Ordnung. Also das ist ja immer ein bisschen das Problem bei der Selbstorganisation, ne? So ein bisschen wie in der WG im Studio vielleicht, Studium vielleicht. Wenn alles in Selbstorganisation läuft, kann es auch sein, dass da auch mal was chaotisch wird. Das ist unsere Katze hier übrigens. So, dann folge ich dir mal hier noch ein Stück weiter. Oh, da ist Schnee noch. Ja, zum Teil hat es noch Schnee. Genau, die Bianca hat im Chat gefragt, ob kannst du die Teams mit einem Bild als Übersicht vor der Abstimmung geben? Wir hatten Teams 1, 3 und 4, genau. Wir sind jetzt bei Team 4 und das sind dann auch alle. Also die drei haben wir. Ich zeige das dann aber auch in der Abfrageformular, das packe ich in den Chat. Da sind die auch genau nochmal gelistet. Genau, die Ja, Feuerstelle. genau. Da haben eine Feuerstelle, weil wir haben es nicht mehr geschafft, allen Schnee wegzuschippen an die Putzfrau. Haben wir einfach geschmolzen. Genau, das haben wir so erledigt. Ganz hinten seht ihr einen Wegweiser für die Fischbeobachtungsstelle. Ja, genau. Das können wir auch nochmal Ja. zeigen. Moment, ich mache uns wieder hell. Ich springe hier mal einfach durchs Wasser, es ist schneller. Tauchen kann man übrigens auch, wenn man möchte. Hier ist ein bisschen seicht. Ganz gut, das habe ich ausprobiert, genau. Genau, Dann bist ja. du bei Schiffanlegestelle, ha? Das kann man Genau. lieber. Das haben uns Ja. natürlich die anderen jetzt schon vorne weggenommen, ne? Unsere schönen Schiffchen hier, mit denen man hier rausfahren kann. Und wir haben ja auch eine wunderschöne Lagune quasi mit Delfinen hier draußen. Da ist ein, wie heißt der? Nicht Pelikan, sondern wer weiß es? Wer schreibt es als erstes in den Chat? Gibt es einen Sonderpreis? Tukan. Ein Tukan, genau, richtig. Tukan, genau. Ne, hier Hier kann ist man auch noch. mit den Delfinen schwimmen. Wenn man möchte, kann man hier auch absteigen und hier ist tief genug. Hier kann ich tatsächlich tauchen und mir auch die Unterwasserwelt mal anschauen. Ne? Vielleicht finde ich einen Schatz, ein Schiff irgendwo. Da oben ist mein Boot, das treibt weg. Das lasse ich jetzt auch mal wegtreiben. Genau. Ja, da kann ich mal gerade noch was zeigen. Moment, ich mache mal ein bisschen schneller, dass wir hier rüberkommen. Ich gehe mal hier wieder zurück zu dem Display vorne, weil da kann ich mal so ein bisschen die Elektronikfähigkeiten zeigen. In der Kürze der Zeit kann man natürlich nicht super viel machen. Na, aber man sieht jetzt zum Beispiel, dass wir hier Lautsprecher verbaut haben. Also theoretisch könnte man jetzt auf so einer Bühne auch Musik spielen. Na, und hier auf der Bühne gibt es ein LED-Display, was ich hier unten mit der Elektronik steuere. Also wenn irgendwann mal die Veranstaltung Learning nicht mehr from Experts heißt, sondern Learning at CLC 2.0, dann kann ich das hier im Code einfach ändern. Für den einmal aus und unser Display ist quasi neu beschrieben. Ne? Es gibt zwei Elektroniken, eine oben, eine unten. Da passt dann auch das Lex nicht mehr. Da machen wir einfach nur Learning hin zum Beispiel für das aus, ne? Und dann ist quasi das Lex weg. Na, das sieht man jetzt hinten ist noch ein Fehler, da sind noch die alten Schriftzeichen. Aber so kann man quasi gerade mit Kindern eben sehr schön auch so Elektronikspiele machen und sowieso sanft ans Programmieren ranführen, weil man eben über das Spielerische kommt. Genau, habe ich noch was vergessen, Patricia? Nein, ich Ich glaube, glaube das nicht. Wichtigste haben wir, Katze ne? hatten wir alles. Das Haus hatten wir. Das Klo, genau, ja. Genau, wir haben uns Fackeln an die Wand gemacht, damit man auch, ich stelle es mal auf Mitternacht, sozusagen hier auch arbeiten kann, wenn es Nacht ist. Ne? Lernen heißt ja nicht unbedingt nur von 9 bis 5, sondern vielleicht hat man Lust, irgendwie auch die Nacht mal durchzulernen, gemeinsam an was zu arbeiten, an was zu forschen. Im Betriebskontext natürlich immer, wenn der Betriebsrat zustimmt. Aber das ist ja bei uns hier in Mindtest kein Problem. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück wieder in Richtung Akademie und Infohaus. Wir beamen uns zurück. Ich mache es wieder Tag. So, und jetzt ist die Frage, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Chat sozusagen als den Lernort sehen, an dem sie am allerliebsten lernen wollen würden. Dafür packe ich jetzt in den Chat
ein Link zu einem zu einer Abfrage. Moment, der muss ich erstmal hier rüber. Stimmt jetzt ab. Der Alfred schreibt am besten. Moment, was schreibt er? Am besten alle drei Lernräume in direkter Nachbarschaft, vom Lernraum zum Lerndorf. Das ist natürlich perfekt. Ja, weil ich sag mal, es gibt ja gar nicht den besten, sondern es ist cool, dass wir alle was gebaut haben und jeder Ort hat seine Besonderheiten. Also, bitte jetzt an die Leute im Livestream, als letzter Link müsste im Chat ein Link sein zu einem Microsoft Forms Formular. Da würde ich euch bitten, mal drauf zu klicken. Ich schaue mir hier parallel mal die Ergebnisse. Bisher ist noch gar keine Antwort eingetrudelt, also ich hoffe, dass das klappt mit dem Link. Wir müssen daran denken, dass wir so einen gewissen Zeitversatz haben. Und ich bestücke mich schon mal mit den Kronen, damit wir entsprechend da auch eine kleine Krönung vornehmen können. Krone, Krone, Krone. So. Moment. Die Bianca schreibt im Chat erledigt. Ah, doch. Ah, ich muss hier nur einmal neu laden. 8 haben abgestimmt. Genau. Moment, warten wir mal noch. Wir haben 20 Leute im Stream. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Stimmen. Aber es gibt eine gewisse Tendenz. Ich sage euch nur noch nicht welche. So, Kronen habe ich genug. Okay, Moment. Engelmann erledigt. Jede Stimme zählt. Ich muss auch noch abstimmen, weil Marlene hat mir ihre Stimme mitgegeben. Leider wird es genau, oder das heißt leider, zum Glück wird es genau das unterstützen, was quasi schon als Ergebnis sich auch abzeichnet. Moment, muss ich das hier nur aufmachen? Das seht ihr jetzt nicht im Stream. Absenden. So, also, der Karl hat auch gerade abgestimmt, das ist gut. Also, ich lade es jetzt mal neu. Wir haben einen geteilten zweiten Platz sozusagen, beide mit 3 Stimmen, die Gruppe 1 und die Gruppe 3. So, ich versuche jetzt hier mal eine Krone euch hinzuwerfen. Moment, ich komme ins Spiel zurück. Zack, 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 eine Krone. Das ist für die, Moment, Gruppe 1 war die Karin. Warum kann ich die nicht? Aha. Kann ich dir die geben? Nee. So, jetzt schmeiße ich dir die hin. Die kannst du dir holen. Dann hast du die in der Hand und wenn du die anwendest, müsstest du sie aufsetzen können. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Die Krönung, sehr gut. Bravo, Applaus. Applaus im Chat. Ja, sehr gut, genau. Genau, wir können da klatschen. Perfekt. So, und dann haben wir einen deutlichen Gewinner, nämlich die Gruppe 3 mit 9 Stimmen. Der Wahnsinn. Bravo an euch. Oh, danke. Das ist echt Wahnsinn, ja, danke. Da verteile ich auch die Kronen. So, 2 und... Ja, die Patrizia hat natürlich schon so eine coole... Was ist das eigentlich, was du da aufhast? Das sieht ja ziemlich kriegerisch aus. Genau, also ihr könnt auch nach vorne, könnt euch diese Kronen holen und könnt ihr mal versuchen aufzusetzen. Damit sind wir auch am Ende angelangt. Also ich danke euch erstmal, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Für mich war das auch total spannend, ob da überhaupt was zusammengeht, ob wir was gebaut bekommen, ob jemand Lust hat, ob jemand abends in den Livestream kommt. Also ich finde es total cool, dass das geklappt hat. Freut mich auch, dass es euch Spaß gemacht hat. Danke auch allen, die in der Vorbereitung mitgeholfen haben, der Marlene mit, die alle unterstützt hat, die Hilfe gebraucht haben. Und damit würde ich sagen, schließen wir den Livestream. Danke an alle Zuschauer auch. Und wer möchte, wie gesagt, Corbett Learning Camp, gibt es jetzt noch den Rest der Abendveranstaltung mit DJ und Austausch in Gather. Link gibt es im Sessionplan und in der Telegram-Gruppe. Und dann freue ich mich drauf, euch vielleicht eines Tages auch in Mindtest zu sehen. Macht's gut, lasst uns mal hochspringen. Jump high. Ja, bravo. Alles klar. Schönen Abend euch, macht's gut.